Fulda hat es im letzten Jahr geschafft, sich ins Final Four des Pokals reinzuspielen. Dieser Erfolg soll dieses Jahr natürlich nochmal gelingen. Als Gegner zu Gast aber die schier Unbezwingbaren aus Düsseldorf. Am Freitag Pokal für die Düsseldorfer, am Sonntag Ligaspiel gegen Neu-Ulm. Da fragt sich Dani Heister natürlich, wen muss ich schonen, wen brauche ich am Sonntag? Und die Wahl fällt in diesem Fall auf Kai Stumper, nicht im Kader, im Pokal gegen Fulda dabei. Alexandre Cassin kann im ersten Satz noch 7 Punkte holen, schon relativ deutlich. Danach wird es wirklich immer eindeutiger für den Europameister Dang Chu. Ganz klare Angelegenheit, Cassin kann insgesamt nur 14 Punkte holen und damit 1-0 Düsseldorf. Ruben Filos, international wirklich starke Leistungen gezeigt. Jetzt muss er allerdings ran gegen einen absoluten Top-Kandidaten der Bundesliga, Anton Schäbe. Sein Lebensmotto, nie aufgeben, zeigt Ruben Filos hier auf jeden Fall. Von Satz zu Satz kämpft er sich besser rein ins Spiel. Schönreden braucht man da am Ende aber nichts. Düsseldorf einfach zu dominant und nicht viel zu holen für die Heimmannschaft aus Fulda. Auch Ruben Filos kann in 3 Sätzen nur 15 Punkte ergattern und damit letzte Hoffnung Van Bomeng. Bei anderen Vereinen der Liga würde man vielleicht auch sagen, die auf 3 aufgestellte Position ist vielleicht die schlagbarste, aber bei Düsseldorf wartet da eben Timo Boll. Und in Satz 2 wird auch wenigstens mal an einem Satzgewinn geschnuppert. Timo Boll aber trotzdem nicht zu schlagen. Ja. 9:0 Sätze, keine Diskussion, dass Düsseldorf verdient im Pokalhalbfinale steht.